Herzlich willkommen, Freunde. Ich möchte jetzt endlich mal diese Frage aus dem Raum werfen. Wann kommt Pokémon Season 4? Diese Frage wurde mir jetzt in letzter Zeit so häufig gestellt. Ich habe in zwei Infovideos auch erwähnt, dass ich jetzt erstmal jetzt in Ende Februar, um genau zu sein, am 25. Februar, nee, 25., 25., 26. Februar waren meine letzten Abschlussprüfungen. Und daher habe ich jetzt in dem Zeitraum nicht die Zeit gehabt, mich für die Pokémon Season vorzubereiten, weil mein Abschluss mir wichtig war. Ja, falls es wen interessiert, meinen Abschluss habe ich bestanden. Ich war mit dem Notendurchschnitt 2, also der Gesamtnote 2, was ich sehr schön finde. Ja, und jetzt zur Season. Ja, ich werde jetzt, sobald, so wie ich Zeit habe, die Season 4 vorbereiten. Das kann aber noch eine gewisse Zeit dauern. Ich kann nicht sagen, wie lange. Aber, ich werde euch hin und wieder mit ein paar Pokémon Battle Revolution Battles versorgen, dass das nicht ganz in Vergessenheit gerät. Ich muss halt gucken, dass ich mal ein paar Gegner finde, die ich bisher noch nicht hatte. Und dann kann man da mal ein paar Battles machen, bis ich halt die Season und so weiter fertig habe. So, mal durchschnaufen. Was wollte ich noch sagen? Genau. Komm, ich mache erstmal das Erste. Also, die Season, die jetzt kommt, will ich jetzt anders gestalten als die Season davor. Die Season davor habe ich persönlich die Pokémon ausgewählt. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ihr die Pokémon auswählen könnt, weil das würden sich dann sehr viele, ja, reißen darum, sagen wir es mal so, und dann vielleicht auch unfair finden, wenn ihr Pokémon nicht drankommt. Ich sag mal so, ich schlage mal vor, schreibt mir in die Kommentare unter diesem Video eure Top 5, eure Lieblings-Pokémon. Ja, eure Top 5. Es müssen nicht die stärksten Pokémon sein, sondern einfach eure Lieblings-Pokémon. Und aus denen wähle ich dann mir mein ein paar, wähle ich mir ein paar raus und versuche eine Kombination zu machen. Ihr könnt mir auch, wenn ihr soweit in Pokémon fit seid, mir auch eine für eines der Pokémon oder für alle, wie auch immer, je nachdem wie viel Platz ihr in den Kommentaren noch habt, könnt ihr mir sogar ein Move Pool und aufschreiben, wie ihr es selber spielt. Wie je nachdem, also Top 5 eurer Pokémon in die Kommentare. Und dann, ja, suche ich mir halt ein paar raus und schau mal, was man daraus machen kann. So, nun zu dem anderen Punkt. Ich habe ja auch gesagt, die Pokémon 4, die vierte Season, wird sich nicht nur mit Pokémon Battle Revolution beschäftigen, sondern auch auf Pokémon Schwarz-Weiß bzw. Pokémon Schwarz zu Weiß 2 übergehen. Da habe ich dann halt noch das Problem mit der Aufnahme. Wie kann ich da eine flüssige Aufnahme machen, ohne mir jetzt ein Gerät zu kaufen, beziehungsweise ein Gerät importieren zu lassen, was ja mir momentan einfach zu teuer ist. So. Ich habe mir jetzt letztens einen Camcorder organisiert, mit dem ich auch jetzt eine Probeaufnahme gemacht habe. Die Probeaufnahme werde ich euch dann mal am Ende des Videos einblenden, da könnt ihr mir auch mal mitteilen, wie ihr diese Aufnahme fandet, wie ihr die Bildqualität fandet. Ton, ja, Ton ist halt leider von abgefilmten Dingen. Ich kann das halt von einem 3DS nicht 1 zu 1 übertragen, außer wie gesagt, ich kaufe mir so einen modifizierten 3DS, der aber dann schweineteuer ist und ich den auch noch importieren muss und ich muss gucken, ja, ob ich mit, momentan kann ich mir das einfach nicht leisten. Ja? Also ich versuche, das Bestmöglichste rauszuholen. Hab mir, wie gesagt, einen Camcorder geholt, hab mir auch ein Stativ geholt. Ein Stativ war bei der Testaufnahme jetzt nicht richtig platziert. Deswegen wackelt die ein wenig, aber ich meine jetzt an sich die Bildqualität. Joa. Gut. Ich würde jetzt sagen, ich spiele jetzt einfach die Testaufnahme rein. Schaut es euch an. Sagt mir, was ihr haltet von den Kommentaren. Vergesst nicht eure Top 5 der Pokémon. Könnt auch von mir aus eine Top 10 machen, je nachdem. Wenn der Top 5 halt nicht alle seine geliebten Pokémon reinbekommt, kann auch von mir aus eine Top 10 machen. Habe ich auch kein Problem mit.
Ich würde einfach mal sehen, gerne, was sind eure Favoriten? Was würdet ihr gerne mal von mir gespielt sehen? Schreibt es in die Kommentare, bewertet bitte meine Testaufnahme. Natürlich versuche ich noch aus der Testaufnahme noch mehr rauszuholen, aber wie gesagt, bewertet es, schreibt Kommentare. So, hier kommt die Testaufnahme. Viel Spaß noch, ich informiere euch, wenn ich bereit bin zu Season 4, beziehungsweise ihr seht ja. Meine Güte, ich rede so viel, dass mir die Luft wegbleibt im ganzen Video. So, also, wie gesagt, ihr werdet das dann sehen, wenn die Season 4 soweit ist. Ich werde euch informieren, wie mein Standpunkt ist. Werde ich mal gucken, vielleicht nach einer Woche, wenn ich dann schon soweit bin, mache ich schon mal ein kleines Infovideo dazu. Und damit würde ich sagen, man sieht sich in einem Pokémon Battle Revolution Video, beziehungsweise, ja, irgendwann anders da wieder. Also, bis dahin, schaut euch das an, die Testaufnahme. Das habe ich schon so oft jetzt gesagt. Ach, egal. Schaut es euch an. Tschö. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer kleinen Testaufnahme mit meinem neuen Equipment, mit meinem neuen Camcorder. Es könnte zwar sein, dass das Bild jetzt noch ein bisschen wackelig ist. Das liegt daran, dass mein Stativ jetzt noch nicht richtig aufgebaut ist und ich das jetzt erstmal testweise machen möchte, gucken, wie die Qualität ist und ja. Deswegen gibt es hier mal einen kleinen Blick in den Pokédex 3D. Aber wenn ich den wahrscheinlich nicht, den habe ich nicht mal vollständig, also nicht wundern. Oh ja, komm, dann fangen wir neue Daten, mal gucken, was da kommt. Ja, Silimantur. So, wir hätten ja einmal Monozyto, einfach mal so zum Beispiel. Nagelotz, Otoch, Otaru, Picolente. Ja, Picochilla. Praktibike, so. Da haben wir jetzt hier noch einige, die wir uns angucken können. Mir geht es einfach nur darum, zu gucken, wie die Qualität ist. Von dem kleinen Bildschirm. Ich gucke gerade selber hier noch mit auf dem Camcorder. Weil ich hatte ja vor, hoppala, mit dem. Ah, toll, was hast du denn eigentlich für eine Pose? Achso. Hat ja vor mit dem Camcorder Pokémon Schwarz-Weiß, beziehungsweise Pokémon Schwarz-Weiß 2 Let's Plays hier aufzunehmen und deswegen muss ich mal gucken, ob die automatischen Einstellungen sich richtig einstellen oder nicht. Daher muss ich gucken, wie das dann ist. Deswegen ist das jetzt hier nur eine kleine Testaufnahme zum Gucken, wie es läuft, wie es aussieht. Ja, viel möchte ich dazu noch nicht sagen und das war's erstmal.